Das eine ist, 2,5 Milliarden brauchen wir für neuen Schulraum. Mit der wachsenden Stadt kommen auch mehr Kinder. Das heißt, wir brauchen schlichtweg mehr Klassenräume, mehr Schulen. Dafür müssen wir Geld haben. Dann wollen wir mit 1,5 Milliarden rund den Sanierungsstau der früheren Jahre auflösen und wir wollen mit 1,5 Milliarden laufend mehr investieren, damit gar nicht wieder ein neuer Sanierungsstau entsteht. Das heißt ja, es gibt jetzt schon Sanierungsmittel, Investitionsmittel, die weiter verausgabt werden und die werden aufgestockt und diese Summe von 5 Milliarden dann über 10 Jahre gesteckt. Und das ist etwas, was wir zum Glück in einer guten finanziellen und wirtschaftlichen Situation uns auch leisten können. Die Schulsanierung war auch für uns in den letzten 5 Jahren in dieser Koalition ein wichtiger Part. Deswegen haben wir das Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm verdoppelt und den Schulen und den Bezirken zusätzliche Mittel gegeben. Aber wir sehen heute, dass der Bedarf so hoch ist, wie Sie sagen, weshalb die Berliner CDU 3 Milliarden in den nächsten 5 Jahren in die Berliner Schulen investieren möchte. Und wir sind auch der Auffassung, dass die Investition in die Schulen schneller vonstatten gehen sollte. Wir machen ja Gott sei Dank einen Haushaltsüberschuss im Land und aufgrund der starken wirtschaftlichen Situation. Und dieser Haushaltsüberschuss wird zu einer Hälfte in die Tilgung und zur anderen Hälfte in Neuinvestitionen im Land gesteckt. Dabei haben Schulen und Kitas einen besonderen Schwerpunkt. Das Land Berlin muss vor allem ein Problem auflösen, nämlich dass es da ganz unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Wir haben eine Landesschulverwaltung, wir haben eine Bildungssenatorin, wir haben aber auch 12 Bezirke, die für die Gebäude zuständig sind, die selber das Geld gar nicht haben, sondern am Tropf des Landes hängen. Und unser Vorschlag, ich werde jetzt ein bisschen sehr fachlich, sind sogenannte Schul-BIMs. Das ist nämlich die Idee zu sagen, ähnlich wie auf Landesebene, wo es eine Gesellschaft gibt, die für die Bewirtschaftung, für den baulichen Unterhalt und für die Sanierung von öffentlichen Gebäuden zuständig ist, brauchen wir das im Bereich der Schulgebäude. Wir wollen, dass sich da Bezirke zusammentun, ähnlich wie bei den Kita-Eigenbetrieben. Wir wollen auch, dass es weiterhin auf Bezirksebene hier eine politische Steuerung gibt, denn die Bezirke sind näher dran, sind im unmittelbaren Kontakt mit den Schulen, mit den Eltern, mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und diese Schul-BIMs sollen dann die Aufgabe der Sanierung übernehmen. Also investiert werden muss erstmal natürlich in die Schulstruktur an sich. Also wir haben ein paar sanierte Schulen, die sind in einem Top-Zustand, aber wir haben viele Schulen, und das ist ja auch immer wieder durch die Presse gegangen, die sind halt in einem erbärmlichen Zustand. Und die Stückwerktätigkeit der letzten Jahre, immer mal hier ein paar Millionen und da mal ein paar Millionen an die Bezirke zu geben, die dann auch noch in der schwierigen Situation sind, noch nicht mehr über das Personal zu verfügen, das dann auch zu verbauen. Das wird uns nicht mehr weiterhelfen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir in 100 Jahren den Sanierungsstau in den Schulen noch nicht abgetragen. Das heißt, wir müssen in der Tat gucken, wie wir die Bezirke dabei unterstützen, in Größenordnung, und wir reden hier wirklich über insgesamt einen Sanierungsstau von 5 Milliarden Euro, in den nächsten 10 Jahren ganz viel Geld klug und effektiv zu verbauen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, nachdem man jahrelang gar nicht gebaut hat und ja auch nicht so ist, dass die Bauingenieure hier alle Schlange stehen, um im Berliner öffentlichen Dienst zu den Konditionen anzufangen und zu arbeiten. Dann kommt ein zweites Problem dazu. Dadurch, dass die Stadt wächst, haben wir im Grunde jetzt schon ein Defizit von 70 Schulen, also Schulgebäude, die uns fehlen, um die reguläre Beschulung für alle neu hinzugekommenen Kinder und Jugendlichen oder jetzt hier geborenen Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Das heißt, auch der Neubau muss ganz, ganz dringend angepackt werden. Das Konzept zur Sanierung der Schulen, das liegt in erster Linie, ja natürlich, Sie müssen gucken, es gibt ja ein Sonderfondsinvestment von Berlin. Da sind 691 Millionen Euro drin. Bisher wurden 62 Millionen durch die Bezirke abgehoben. Also es besteht ein riesengroßer Plafond für Investitionen in diesem Bereich, der nicht abgerufen werden kann, weil es, die Verantwortlichkeiten zwischen Land und Bezirken nicht klar geregelt ist. Die Bezirke sind dafür verantwortlich, die Schulen zu bauen. Die Bezirke sagen, wir haben nicht ausreichend Personal, wir haben nicht ausreichend Fachpersonal, um diese ganzen Planungen durchzuführen. Bitte, Land Berlin, stellt uns die Leute zur Verfügung. Das Land Berlin sagt, nein, das ist eure Aufgabe. Da liegt im Prinzip die Krux, also das Problem. Und hier muss man eine Lösung finden. Hier, denke ich, muss man...
Das wäre mein Lösungsvorschlag. Hier muss eine Landeslösung getroffen werden. Und das Land muss hier ganz klar sagen, wo Schulen gebaut werden müssen, wie Schulen gebaut werden und muss zusammen mit den Bezirken das tun. Ansonsten kommen wir aus diesem Problem nicht raus. Wir brauchen etwa 70 bis 80 Schulen in den nächsten Jahren, zusätzliche Schulen. Wir haben viele Schulen, die sehr, sehr marode sind und Sie werden das auch wieder sehen, wenn Sie am 18.09. zur Wahl gehen. Da gibt es ja nun auch Schulen, wo Wahllokale sind und da gehen Sie rein und Sie sind froh, wenn Sie wieder draußen sind. Ich habe jetzt vor kurzem eine Zahl gehört, die mich wirklich, ich sage mal, erschüttert hat. 70% aller Schultoiletten in Grundschulen sind nicht mehr nutzbar. Das heißt, man hat hier über Jahre hinweg die Sanierung von Schulen sträflich vernachlässigt. Wir möchten das zentralisieren, das heißt, dass es eine zuständige Stelle gibt, die sich nicht mit dem Klein-Klein beschäftigt, sondern die einen großen Sanierungswurf macht. Es soll vereinheitlicht werden, orientiert an dem Modell München und Hamburg, wo man ja auch eine zentrale Stelle hat, die sich um Schulsanierung kümmert und nicht mehr die 12 Berliner Bezirke ihr Klein-Klein machen. Und es soll vor allen Dingen eine Stelle sein, die so ausgestattet ist von Rechtswegen her, dass sie mit dem Geld auch, was sie durch das Land Berlin bekommt, umgekehrt aber auch an den Kapitalmarkt gehen kann, um frisches Geld zu generieren, um Investitionen zu tätigen. Das ist derzeit ja nicht möglich. Man kann sich nirgendwo Anleihen besorgen. In Hamburg war das sehr erfolgreich und damit konnte man wunderbar Schulsanierung vorantreiben. Und das wollen wir auch. Wir möchten davon wegkommen, dass wir jetzt 4 Berliner Verwaltungen damit beschäftigt sind, eine Schultoilette zu sanieren, was am Ende dann aufgrund der hohen Verwaltungskosten 150.000 Euro kostet. Das zieht sich durch alle Sanierungsbereiche im Übrigen so durch. Wir brauchen 9 Jahre, um eine Berliner Schule zu bauen. Auch das ist ja eine Frage, die in Zukunft ansteht. Das dauert viel zu lange. Und deshalb müssen wir das zentralisieren und müssen eine zuständige Verwaltung haben, die als Hauptverwaltung dafür zuständig ist, die entsprechend ausgestattet ist, und so Sondervermögen Schule könnte das sein, was dann auch mit entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten am Finanzmarkt agieren kann und sich Gelder anleihen kann, um Investitionen zu tätigen.